Nee. Noch keine Mini-Maiskölbchen an den Pflanzen dran. Ich will ja nicht den Erntezeitpunkt verpassen, wie hier zum Teil in dem alten Video oben in der Infobox. Der ganz normale Selbstversorgerwahnsinn, Teil 77. Bleib mal dran. Und? Hängen Sie auf irgendeinem Flughafen fest? Warten auf Ihr Gepäck? Stehen in kilometerlangen Schlangen, damit irgendwann weitergeht in die Sonne? Alles Blödsinn. Das wahre Leben, das spielt sich im Garten ab. Ich weiß, es ist übertrieben, aber doch in gewisser Hinsicht ist das schon richtig. Wenn ich das alles sehe, dann brauche ich gar nicht auf die Malediven flitzen. Oder noch schlimmer, auf diese schreckliche Insel da. Oder sonst irgendein Kokolores machen. Aber jedem das Seine. In diesem Video zeige ich Ihnen wieder eine halbe Stunde lang, was so passiert ist. Das ist jetzt wieder eine Zeit lang her. Urlaubszeit, da komme ich nicht hinterher mit der Filmerei und der Schneiderei. Ich zeige Ihnen, was sich so getan hat in der letzten Zeit. Und wünsche Ihnen, wenn Sie unterwegs sind, einen schönen Urlaub. Viel Spaß beim Video. Und schnell noch was geerntet. Kann nicht schaden, was? Ist ja der Sinn der ganzen Geschichte. Und schnell noch eine Ernte. Die ersten Bratpaprika. Das werden wieder Mengen, wenn ich das da hinten sehe. Habe ich Ihnen auch schon mal ein Video zu gemacht. Tolle Kultur. Oben in der Infobox oder unten in der Videobeschreibung. Aber ich finde bestimmt noch mehr. Einen Moment. Jede Menge Lauchzwiebeln hier sind jetzt schon ein bisschen groß geworden, aber kann man immer noch essen. Sehr tolle Geschichte, aber ich finde noch mehr. Eine Kultur, die mir wesentlich besser gefällt als die Lauchzwiebeln, das sind diese Säschalotten. Habe ich Ihnen schon mal ein Video zu gemacht, oben oder unten. Das ist eine tolle Sache. Die legen jetzt richtig zu, wo draußen die Zwiebeln noch nicht reif sind. Hier kann ich jetzt frische Zwiebeln benutzen. Tolle Geschichte, habe ich jede Menge von. Wollen Sie mal sehen? Hatte ich hier einfach zwischen die Paprikas gepflanzt. Die werden jetzt alle peu à peu im Kochtopf landen. Tolle Kultur. Und mit einem Gürkchen kann ich noch dienen. Die spaßige Zeit im Garten fängt jetzt langsam an. Jetzt muss ich hinten wieder weiterarbeiten. Obwohl, arbeiten wie arbeiten kann man schlecht sagen. Es gibt ja so Sachen, da beiße ich mich dran fest. Habe ich Ihnen doch vor einiger Zeit ein Video gezeigt über Perlzwiebeln, Silberzwiebeln. Was für ein Aufwand das ist, diese kleinen winzigen Zwiebelchen hier draußen groß zu kriegen. Und irgendwann kam da ein Kommentar, warum ziehst du die nicht vor? Jetzt käme ja natürlich keiner, wenige Leute auf die Idee, so kleine Pflänzchen vorzuziehen. Also den Aufwand für eine Silberzwiebel, die nicht größer ist wie ein Daumennagel, die vorzuziehen, macht doch keinen Sinn. Macht ja auch keiner bei Radieschen. Obwohl, ich habe die auch schon vorgezogen im Supermarkt gesehen. Aber da habe ich mir gedacht, pass mal auf, du hast doch solche Platten noch. Und wenn ich das so sehe, ist das ja genau der richtige Abstand, wo die eigentlich wachsen könnten. Also immer so schön eine Zwiebel. Habe ich hier zwei Platten von ausgesät. Gut, sind nicht alle gekeimt. Aber das ist ja nichts Neues bei mir. Und weil die Dinger, diese Platten quasi von unten offen sind, hier große Löcher drin, habe ich mir überlegt, anstatt dass ich jetzt hingehe und mich da groß mit Aussaat und Unkrautbekämpfung und dergleichen befasse, ich setze die ganze Platte, so wie die ist, natürlich ohne den Boden hier, einfach da rein. Und wenn die dann wachsen, dann haben die genau den Platz, den sie brauchen. Weil viel größer als so ein Töpfchen hier werden die nicht werden. War mein Kalkül. Weil diese kleinen, feinen Sachen, die sind immer enorm aufwendig. Also eine Tomate, eine Kartoffel, ein Brokkoli, das ist eine große Pflanze. Da braucht man eigentlich kein großes Wissen für. Aber diese kleinen, feinen Sachen,
die machen mich fertig. Einzig, was ich nicht verstanden habe, warum so wenig gekeimt sind. Also ich würde mal schätzen, so also mindestens ein Drittel davon nicht. Zwei Platten habe ich davon. Und die werde ich jetzt da hinpflanzen oder hin basteln und dann mal gucken, was draus wird. Und weil das ja viele Pflänzchen auf einem Haufen sind, kriegen die auch was Dünger. Biologischen Volldünger. So, dann wurschle ich das ein bisschen in die Erde rein. Schwemmen das Ganze gut mit Wasser ein, dass die, weil die Löcher unten, die sind teilweise durch das Tunken in Wasser schon rausgespült. Hört sich alles ziemlich technisch an. Wässert das gut ein und setzt die Platte komplett da drauf. Muss ich die nur irgendwie sehen, dass ich die mit dem Bodenschluss kriegen. Und nicht direkt austrocknen. Reicht das? Reicht. Da ist noch ein bisschen wenig. Da auch. Die müssen sich jetzt irgendwie da unten Wasser suchen. Die müssen dann irgendwie unten bis auf die Erde kommen. Also von der Idee her, denke ich mal, ist das doch gar nicht schlecht. Wenn die alle gekeimt wären, wäre das mit Sicherheit eine tolle Angelegenheit. Was halten Sie davon? Schauen Sie sich mal das Video an, was für ein Aufwand das ist, diese kleinen Perlzwiebeln schon mit dem Unkraut hacken und all das für relativ wenig Ertrag. Deswegen macht das ja auch normalerweise keiner. Hier unten in der Beschreibung, gucken Sie sich das mal an und dann lassen Sie mich mal wissen, was Sie von dieser Methode halten. Aber selbst mit dieser mickrigen Keimrate dürften da immer noch jede Menge Perlzwiebeln schon bei rumkommen. So, Freunde, einmal kräftig wachsen. Aber solange wie die jetzt friedlich vor sich hin wachsen da hinten, kann ich mal gucken, was ich da ernten kann. Kennen Sie die Pflanzen? Schon mal gesehen? Nennt sich Spargelsalat. Das Video dazu habe ich noch nicht online. Aber das ist eine geschmacklich sehr interessante Geschichte. Ich habe mal so einen kleinen Beitrag über Spargelsalat gemacht. Ist aber schon uralt, auch irgendwo unten in der Videobeschreibung. Man kann sowohl die Blätter essen, was ich allerdings nicht besonders gern tue. Ist eben einfach nur grün. Aber viel interessanter sind die Stiele davon. Ich guck mal nach, wie weit wir jetzt hier sind. Die erste Pflanze, die sieht nicht besonders gesund aus. Die hat irgendeinen Schaden. Die anderen da hinten sind da wesentlich besser und sie sind nicht allzu groß geworden hier. Vielleicht lag es daran, weil es doch eben einfach viel zu trocken war. Und ich habe schon gegossen bis zum geht nicht mehr. So. Dieser Teil geschält, der wird gegessen. Tja, nicht besonders groß geworden, aber kann ja noch werden. Ich nehme mal ein paar mit hier. Wie sieht der hier aus?
schon etwas größer. Auch von die ist der nicht faul innen drin. Ja. Doch. Okay. Nada. Nächsten. Sieht besser aus. Schon mal probiert? Sollten Sie mal machen. Dann will ich die restlichen noch mal mit ein bisschen Wasser aufpäppeln und dann in ein paar Tagen noch mal gucken. Aber bevor dann ich den Hühnern jetzt ein bisschen von dem Laub gebe, von dem Spargelsalat, und mir dann Kaffee trinken gehe, wurde ich letztens in einem Kommentar gefragt, ob das Netz die Pflanzen nicht runterdrückt, ob es nicht besser wäre, irgendwelche Bögen drüber aufzuspannen. Nein, meines Erachtens nach nicht. Die Pflanzen sind stark genug. In der Regel heben die das problemlos hoch. Diesen Aufwand mit Bögen zu spannen, habe ich früher mal gemacht, aber ich glaube nicht, dass das irgendwie Sinn macht. Man kann das prima an den Zwiebeln hier sehen. Die sind ja im letzten Jahr komplett in die Hose gegangen. Und in diesem Jahr, gucken Sie sich das mal an, wie schön die Zwiebeln hier auch das Netz hochheben, wenn es locker aufliegt. Ja, jetzt kommt das so nicht rüber, wahrscheinlich, aber das ist super erfolgreich. Soweit jedenfalls. Und da hatte ich Ihnen doch in irgendeinem Video vorher mal erzählt, ich hatte Wintersteckzwiebeln gekauft. Hab die dann im Winter nicht in die Erde gesteckt, sondern liegen lassen und dann im Frühjahr gemacht. Habe ich die Kinder gefragt, gucken wir uns das mal an. Also bis ungefähr hier waren normale Zwiebeln und dann kommen Wintersteckzwiebeln hier. Klein, nicht stabil. Es sind zwar Zwiebeln da unten dran, ja, aber im Vergleich zu den anderen wachsen sie nicht so gut. Aber sie sind wesentlich früher. Da sind schon richtige Zwiebeln dran, während bei den anderen bisher nur Laub ist. Aber es ist meines Erachtens noch völlig unerheblich, ob sie da Bögen drüber spannen oder nicht. Ist ja auch eine Frage der Zielsetzung. Wenn ich jetzt einen optisch schönen Garten haben möchte, dann baue ich mir so ein Ding, so eine Haube. Wenn ich Zwiebeln in nennenswerter Menge in Selbstversorgerdimensionen anbauen will, dann mache ich das wie die Profis, da ist auch keiner, der Bögen aufstellt. Also in der Regel nicht. Zumindest nicht, wenn es sich um größere Flächen handelt. Ich gönne ihm doch nochmal einen Blick unter das Netz hier. Ich will es nicht komplett abnehmen, sondern sie nur mal darunter leiten. So sieht das ungefähr aus. Das sind zwei Reihen Gemüsezwiebeln, unten in der Videobeschreibung, und der Rest normale Zwiebeln. So, und jetzt gehe ich ein bisschen was von dem Grün den Hühnern geben und dann Kaffee trinken. Weil auch weil man das essen können soll. Es sieht nicht sehr appetitlich aus. Naja, mag ich nicht essen. Hühnerfutter. Oh, ich höre, meine Frau ist am Rasen schneiden. Oh, was hat sie denn da gefunden? Eine Ratte. Tja, so ist das Leben. Ja. Ey Frau, eins musst du mir mal erklären. Ja. Warum bist du mit der Maske am Rasen schneiden? Weil ich Gräserallergie habe und danach sonst heule wie Wolf. Und ich habe letzte Mal festgestellt, wenn ich mit der Maske schneide, dann geht nicht so viel Zeugs in die Nase und dann habe ich nicht hinterher alle. Wir haben heute Abend und morgen Abiball, da will ich nicht wie ein Kaninchen mit roten Augen sitzen. Guck mal, wenn du eine Plastiktüte über den Kopf ziehst, klappt noch besser. Ja, bei 30 Grad, aber nicht lange
zu funktionieren. Ich kann Ihnen sagen, was die Frauen so basteln. So, jetzt gehe ich Kaffee trinken. Und da meine Frau so schön fleißig am Mähen ist, werde ich mal wieder einen Haufen Unkrautsamen im Gewächshaus verteilen. Denn den Hinweis kriege ich ja immer wieder, mehr Mulchen. Im Gewächshaus geht das auch. Da ist das nicht so schlimm mit den Wühlmäusen. Und vor allen Dingen ist das auch nicht so schlimm mit dem Unkraut. Weil das ist ja alles kein Rasenschnitt, sondern Wiese. Weil mir das so oft vorgeschlagen wird. Und bei Wiesenschnitt ist immer jede Menge Unkraut mit dabei. Unkrautsamen. Aber auf so einer kleinen geordneten Fläche wie hier im Folientunnel kommt man gegen das Unkraut noch ganz gut an. Anders was wie draußen. So, und jetzt lassen Sie mich arbeiten. So, das müssten die letzten Pflanzen aus dem Frühjahr sein. Also alles, was jetzt im Frühjahr in die Erde kam oder alles, was nicht Herbstaussagen sind. Das ist Romanesco. Das sollten zwei reingehen. Die werde ich jetzt in die Erde stecken. Und zwar genau dort habe ich von den Kindern wieder zwei große, gehäufte Schubkarren Mist in zwei Streifen verbuddeln lassen. Da kommt das jetzt hin. Aufdecken. Und das Ganze auch wieder ohne großes Spiel. Einfach hier zwei Reihen reingegraben und mich um das Unkraut nicht gekümmert. Ja, und ein bisschen Klee, was da eigentlich stehen sollte. Wie ist das? Lebmulch. Mache schon seit langem Experimente mit. Machen wir das mal ein bisschen gerade hier. Das wäre auch mit Sicherheit schöner gewesen, wenn das mit dem Klee besser mit der Keimung funktioniert hätte. Aber nur gut. Sollte auch so gehen. Und rein mit den Pflänzchen. So, 36 Pflänzchen, 18 Stück auf die Reihe. 1, 2, 3. Das sollte so passen. So. Und rein mit diesen Dingern. Und die letzte. So. Schnell ein bisschen Wasser drauf. Weil jetzt kommt die Ferienzeit. Es bleibt kaum mehr Zeit für den Garten übrig. Wie in jedem Jahr. Jetzt müssen die Pflanzen ab jetzt alleine zurechtkommen. So gut wie. Aber wie das so ist mit den Ideen, die man so hat, wie jetzt in diesem Fall hier mit diesem Lebmulch, habe ich Ihnen doch diese Tage gezeigt, wie ich diese Lauchzwiebelchen, nicht Lauchzwiebel, diese Perlzwiebelchen da in dieser ganzen Platte in die Erde gesteckt habe. Wenn ich dazu habe, da jemand da mal gucken. Weil das war ja auch so eine Idee von mir, wo ich mir gedacht habe, oh ja, das hört sich prima an. Die Idee ist toll, kannst du mal machen.
Und das ist jetzt, ich glaube, 2 Tage her. Und jetzt gehen wir mal gucken. So, da sind also schon eine ganze Reihe von diesen Zwiebelchen raus. Da und da und da und da. Und noch eine ganze Menge mehr. Hier auch. 1, 2, 3. Und wer weiß, wie viele noch dabei sind. Weil egal, wie toll die Idee ist, die man hat, man macht immer den Fehler, ohne die Natur zu berechnen. So, jetzt habe ich also schon wieder 20% dieser Dinger verloren. Bestimmt irgendwelche Vögelchen, die so gedacht haben, oh, das ist lecker, das kann man rausessen. Hätte ich mal besser das Netz drüber gestellt, was? Nachher ist man immer schlauer. Anderes Thema. Hatte ich Ihnen doch gezeigt, wie die Wühlmäuse diesen Knoblauch unterwühlt hatten. Also wenn Sie glauben, das wäre jetzt vorbei, dann irren Sie. Ich laufe immer noch mit der Kanne hinterher und spüle immer noch Gänge rein. Aber sie haben sich ganz gut gemacht dafür. Und da, wie in jedem Jahr, die Pflanzen jetzt anfangen, eine Blüte zu bilden, breche ich die raus. So. Wissen Sie, ob das richtig ist oder falsch ist, kann ich Ihnen nicht sagen. Aber ich will ja nun mal Knoblauch ernten und keinen Samen. So, fürs Erste müsste das reichen. Kommen bestimmt noch ein paar nach, die noch nicht so weit waren. Aber wo wir gerade bei dem Knoblauch hier stehen, hat letztens jemand in einem Kommentar gefragt, sein Knoblauch wäre krank, da wäre irgendein Pilz drauf, irgendwie Rost oder dergleichen, ob man die jetzt noternten müsste, ob man die noch essen kann oder was man da unternehmen muss. Ich weiß ja nicht, wie Sie das halten, aber ich tue da in der Regel nichts dran. Selbst wenn eine Pflanze irgendwie krank ist. Also es gibt immer noch irgendwo einen verwertbaren Teil da dran. Und noch was. Wenn ich an jeder Pflanze, die hier im Garten irgendwie krank wäre, wenn ich mir da irgendwelche Gedanken drüber machen würde, irgendwann wird jede Pflanze krank. Also das ist äußerst, äußerst selten, dass mal eine Kultur wirklich problemlos funktioniert. Irgendwo finden sie immer genau was, immer irgendwas. Sie müssen nur genau hingucken. Ich mache mir da eigentlich keine großen Gedanken drum. Ich lasse sie wachsen und der Teil, der nachher davon gut ist, ist gut. Aber irgendwie rumzufummeln mit irgendwelchen Mittelchen, habe ich noch nicht gebraucht. Also ich mache das nicht. Wie machen Sie das? Rein unten in die Kommentare. Aber bevor ich jetzt Kaffee trinken gehe, nehmen wir noch mal einen Salat mit. Das ist wahrscheinlich auch schon etwas zu alt geworden, was? Aber das liegt daran, dass ich früher immer so viel in die Erde stecke und dann kommt man da nicht mehr hinterher mit der Esserei. Dann sind die Kinder irgendwo unterwegs im Ferienlager und dann ist das alles hier nicht mehr. Wie heißt es? Dann kriege ich das alles nicht mehr weg hier. Dann gönne ich mir den eben. Na gut. Und ein paar Zucchini aus dem Freiland. Nehme ich auch noch mit. So, und jetzt Kaffee. Und da jetzt alles in der Erde ist, also nicht mehr nennenswert Platz, bietet es sich an, mit Ihnen mal einmal so entlang zu laufen, was wächst und was nicht wächst. Aber eine Sache muss ich noch vorher machen. Es hat nämlich in den letzten Tagen ein bisschen geregnet, 15 Liter vielleicht. Die Gründüngungsparzelle, die ist nahezu wieder explodiert. Die werde ich jetzt wieder niedersensen. Also sofern das reparierte Maschinchen durchhält. Weil man glaubt gar nicht, wie schnell das Zeug wächst, wenn mal ein bisschen Wasser von oben kommt. Und die ganzen Samen, die da drin stecken, die sollen ja gar nicht erst keimen. Tja, wieder eines dieser Gedankenexperimente, die ich so mache und die dann im Endeffekt sowieso nicht funktionieren. Das mache ich jetzt mal schnell.
Ging doch schnell, oder nicht? Wieder ein paar Schubkarren Grünzeugs auf diese Ecke. Also wenn Sie da zusammenrechnen, ist das schon eine ganze Menge. Hatte ich doch in einem dieser Videos, wo ich gesagt habe, dass die Maschine hier kaputt war, da kamen so viele Hinweise, Sense oder Sichel. Das kann man machen. Aber wenn Sie mal genau in diese Fratze hier gucken, da werden Sie feststellen, das ist nicht mehr das jüngste Kaliber. Sense, das ist eine Sache, die muss man lernen. Das ist nicht so einfach. Das muss man einfach lernen. Und schon gar nicht zwischen den Kohlpflanzen, wo ich das ja mit der Maschine am Fummeln war. Und eine Sichel, da müsste ich mich da unten auf die Erde hocken. Werden Sie mal, kommen Sie mal in das Alter, wo ich jetzt bin. Und haben Sie mal so einen großen Garten, dann werden Sie sagen, wunderbar, dass es so eine Maschine hier gibt. So, und jetzt gehen wir hinten der Reihe nach durch, was wächst und was nicht wächst. Und wir fangen auch direkt mit dem vielleicht größten Desaster an, was ich in diesem Jahr produziert habe. Stangenbohnen. Da gibt es hier Ortseingang, gibt es einen kleinen Garten, da stehen schon seit Jahren so ein Gestell, aber aus stärkeren Stangen. Und die sind voll von Stangenbohnen, jedes Jahr. Bisher habe ich die immer so an die Maispflanzen gelegt. Hat auch mal geklappt, mal weniger. In diesem Jahr habe ich mir gedacht, mach das mal in größerem Stil. Habe ich hier so aus diesen Dingern hier so ein Gerüst aufgebaut. Habe an jede Stange schon die doppelte Menge an Bohnen gelegt. Da glauben Sie, da käme irgendwas aus der Erde. Eine sehe ich hier. Die sieht nicht besonders gesund aus. Und irgendwo war noch eine zweite. Wo ist die jetzt? Ach, da ist noch eine. Die sieht doch nicht gesund aus hier. Da frage ich mich doch allen Ernstes, wie doof muss ich sein? 18 Stangen und an jede bestimmt 8, 10 Bohnen gelegt und 2, die aus der Erde gekommen sind. Wie doof muss ich eigentlich sein? Also können Sie mir das mal erklären? So doof kann doch echt niemand sein. Das gleiche Spiel übrigens auch da hinten bei den gelben Bohnen. Habe ich auch ausgelegt. Meinen Sie, da wäre auch nur eine einzige von gekeimt? Ich verstehe es nicht. Jetzt, ich meine, was kann man daran falsch machen? Samen in die Erde legen, vielleicht vorher ein bisschen nass machen. Samen in die Erde legen, zumachen, ein bisschen andrücken. Fertig. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 Stangen. Das sind also fast 180 Bohnen. Davon sind 2 aus der Erde und die wachsen noch nicht mal. Erklären Sie mir das mal. Ach so, habe ich vergessen zu erwähnen. Ich habe vorher auch eine Platte voll Stangenbohnen, 24 Stöpfchen, in einer Platte vorgezogen. Da ist eine von gekeimt. Also irgendwas mache ich da ganz gravierend falsch. 2 Reihen Porree. Große Tagetes, die müssten eigentlich noch wesentlich größer werden. So hoch ungefähr. Die machen immer sehr viel Spaß. Die bringen sehr viel Grünzeug, sehr viel Masse, wenn die erstmal wachsen. Nur der Anfang ist, der dauert immer sehr, sehr lange. 2 Reihen Zuckermais. Wie immer, kein großes Problem. Das ist eine der wenigen Kulturen, wo definitiv kaum irgendein Problem da auftaucht. Zumindest in trockenen Jahren. Wenn es nass wird, dann hat man immer diesen, wie heißt das da, diesen komischen, ekligen Pilz da drin. Eine Reihe Strohblumen und hier vorne eine Reihe Freilandtomaten. Und die ziehe ich, probiere ich das mal aus, zweitriebig. Achso, bei dem Mais da unten. Ich habe es dran gegeben, unten die Seitenschosse rauszubrechen. Die wachsen so schnell nach. Macht keinen Sinn. Dann habe ich hier die 2 Reihen Dahlien. Die fangen jetzt langsam an zu blühen. Und hier vorne eine Reihe Zinnien. Aber der Clou an diesem Beet hier mit den Dahlien ist, die habe ich hier extra so mit relativ weitem Abstand gepflanzt, damit ich da regelmäßig gegen die Ackerwinde was tun kann. Und glauben Sie mir, ich gehe hier jeden Tag durch
und kaum ist eine Ackerwinde irgendwo sichtbar, zack, oberflächlich abgehakt. Und zusätzlich habe ich hier ein paar Schubkarren Wiesenschnitt draufgelegt, der natürlich keinerlei Bedeutung hat. Ich meine, das bisschen Wiesenschnitt macht den Kohl nicht fett. Ich gehe mal die Hacke holen, da waren wieder welche. Das war ja der Sinn der ganzen Sache, mit dem weiten Abstand, dass ich hier wirklich alles, was auch nur irgendwie das Licht der Welt erblickt, rausreißen kann. Und ich muss zugeben, so langsam wird es besser. Also bei weitem nicht mehr so den Austrieb, den ich sonst an Stellen habe, wo ich nicht so gut, nicht so häufig was mache. So, für heute durch. Nichts vergessen? Nee. Aber morgen sind wieder neue da, ich weiß das. Ich freue mich schon darauf, wenn das alles mal schön blüht. Und hatten Sie ein bisschen Spaß an dem, was ich Ihnen gezeigt habe? Würde mich freuen. Gut, bevor das Video jetzt zu Ende ist, werfen wir doch noch mal einen Blick auf die Frühkartoffeln, ob da schon mal zu ernten ist. Ganz gut. Ja, kann ich mit leben. Bah, andere würden sowas jetzt wieder bei Instagram hier posten. Nur weil das aussieht wie ein Herz. Ein Pflänzchen. Ausreichend, was? Eine gute Portion. Okay, wenn Sie Spaß hatten, ich hatte meinen Spaß. Und dann sehen wir uns im nächsten Video irgendwann mal wieder. Wenn es jetzt im Sommer ein bisschen ungleichmäßig kommt, denken Sie daran, auch ich habe eine Familie. Also nicht fragen, warum oder weshalb. Auch ich habe eine Familie, die was anderes manchmal vorhat, als im Garten zu arbeiten. In diesem Sinne, abonnieren, Like-Button drücken. Wenn Sie heute bei dem Kollegen von Selfbio bestellen, über den Link da unten in meinem Video, in der Beschreibung. Würde mich freuen. In diesem Sinne. Bis dann. Tschüss.